Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 950. Der Titel des Kapitels lautet Die Träume der Soldaten. Auf dem Cover sehen wir Chiffon, welche Lola wiedersehen möchte. Ruffy lädt Kid dazu ein, mit ihm zusammen zu kämpfen, aber Kid hat genug von Allianzen und lädt ab. Wem kann man das verübeln, nachdem seine letzte Allianz mit Apu und Hawkins ihn so sitzen gelassen hat? Kid möchte seine Crewmitglieder wieder zusammensammeln und nimmt Killer direkt mal mit. Nachdem die Gefangenen mitkriegen, dass Ruffy ein Pirat ist, haben sie ihre Zweifel. Die wechseln ihre Meinung wie andere Leute ihre Unterhosen. Sie sind auch skeptisch über die neuen roten Schwertscheiden aus der Vergangenheit. Aber sie akzeptieren alles, nachdem sie Momonosuke sehen. What the fuck is wrong with them? Entscheidet euch mal. In Kuri erzählt Jutenmaru Kinemon, dass sie nicht daran glaubten, dass Kinemon und Co. nach 20 Jahren wieder zurückkehren würden. Also haben sie vor 10 Jahren Onigashima angegriffen und haben dabei kläglich versagt. Jutenmaru zeigt Kinemon eine Menge an Gräbern, der Leute, die an diesem Tage gestorben sind. Zusammen entscheiden Kinemon und Jutenmaru dann, dass sie in 8 Tagen Seite an Seite miteinander kämpfen werden. Tief im Wald besiegt Zoro kurzerhand den Ninja Squad. Er entscheidet sich, dass er Jusui zurückholen will vor der alles entscheidenden Schlacht und fragt Hiyori, ob sie ihn zur Banditenbrücke in Ringo bringen kann. Zoro deutet dabei auch an, dass er Orochi als Rache für Tomoyasu töten will. Doch Hiyori sagt daraufhin, dass sie diejenige ist, die Orochi töten möchte mit ihren eigenen Händen. In der Hauptstadt fängt Hawkins Law. Und nein, das heißt nicht, dass Law den Kampf unbedingt verloren haben muss. Da aber Hawkins damit gedroht hat, dass er Laws Bande verletzt oder tötet mit seiner Teufelsfrucht, hat sich Law möglicherweise einfach gefangen nehmen lassen, um eben seine Crew zu retten. Hawkins sagt zu Law, dass er erzählen soll, was für einen Plan sie haben. Doch Law lacht einfach nur, ohne ein Zeichen der Angst. Und das waren auch schon die Spoiler zu One Piece Kapitel 950. Wie gefallen sie euch? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like oder einen Daumen nach oben. Bis morgen zum Kapitel Review wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.